Schaut's euch an, wunderschön, oder? Paul, so jetzt hättest du auch gern, oder? Nee. Nee? Na, ist ja bloß gut, dass du das Oktoberfest nicht mitgespielt hast, denn da läuft jetzt hier gerade noch der Final Table. Vier Spieler sind noch dabei. Der John Gale ist nach wie vor im Chip-Lead, der ist ja bereits als Chip-Leader gestartet. Wir haben sogar noch einen deutschsprachigen Spieler am Start, das ist der Dietrich Fast. Der kämpft hier auch noch um die etwa 150.000 Euro und dieses wundervolle Bracelet. Und an diesem Tisch findet morgen natürlich die nächste Veranstaltung statt und da kann uns der Paul ein bisschen mehr dazu sagen. Ja, morgen startet der Finaltisch vom Event Nummer 3, dem Pot Limit Omaha 8-Max. Da haben wir einiges an bekannten Gesichtern mit dabei. Roberto Romanello, Max Pescatori, Benjamin Pollack und als letzten deutschsprachigen Spieler haben wir Ismail Boyang, der schon einige Finaltische dieses Jahr bei der WSOP machen konnte. Das Bracelet aber leider noch nicht. Und was ist noch wichtiger für ihn als das Bracelet wahrscheinlich? Ich wollte es gerade sagen, genau darum geht es nämlich. Er kämpft sich da auf jeden Fall im Player of the Year Ranking bei der World Series of Poker wieder mega nach vorn. Ich würde sagen, wir schauen derweil nochmal nach oben, was im Monster Stack No Limit Hold'em abgeht und melden uns sofort wieder zurück. Herr Freund, ah. Obacht. Alter. Du hast schon verstanden, dass Monster Stack No Limit Hold'em nicht bedeutet, dass du einen Monster Client Stack haben sollst, okay? Ich meine, was ist Starting Stack, oder? Hä? Da ist ja nichts hier. Du brauchst viele Chips. Viele Chips, ja? Also über die Wertigkeit ist doch völlig Wurst. 1000 pro Level, würde ich sagen. Die Wertigkeit ist vollkommen egal. Es muss viel sein. Guck mal da drüben, da stehen viele Chips, ja? Aber nee, so ein bisschen was. Streng dich mal an. Ich bemühe mich mehr. Okay, ich bemühe mich mehr. Sammel die Kleinen. Go for it. Mach ich. Herr Mulso, was haben wir Ihnen gesagt mit den roten Chips? Ja, die gehören. Leider, die letzte Verwarnung ist vorbei. Hier weg. Aufstehen bitte jetzt. Ich will die Hand sehen. Nein, aufstehen. Jetzt ist Schluss. Jetzt ist Schluss hier. Jetzt ist Feierabend für dich. Komm, Paus, komm. Nein. Letzte verbale Verwarnung, danach Ausschluss. Verstanden? Okay. Wie viel der Bier? Das dritte jetzt. Also das dritte in dem Turnier oder seit dem Satellite? Nee, seit heute. Also ich bin ja verantwortungslos. Good luck, Martin, und pass mit den roten Chips bitte auf. Beim nächsten Mal ist Feierabend. Da macht's einer richtig. Das ist auf jeden Fall mal Monster Stack. Mann, ey. Wie wir sehen, hast du auf jeden Fall das Konzept dieses Turniers erkannt. Monster Stack. Ja, läuft gut. Kann man, glaube ich, nicht beklagen. Kannst du dich nicht beschweren, ja. Wir müssen dich auf jeden Fall kurz brandschutzrechtlich darauf hinweisen, die Roten dürfen auf gar keinen Fall auf den Grünen stehen. Das muss geändert werden, okay? Ist das so? Okay. Ja. Ansonsten gibt's Ärger. Dann kommen wir später wieder und dann bist du raus. Tut mir leid, ja. Mach. Ich weise dich darauf hin und dann... Habe ich verstanden. Danke dir. Alles klar. Weiter geht's. So, nachdem wir hier gerade für die Gewährleistung der Sicherheit im Turnier gesorgt haben, können wir euch noch ein paar Eckdaten nennen. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob die Zahl aktuell ist, aber laut Screen sind gerade 570 Spieler hier im Monster Stack. Pi mal Daumen werden es dann am Ende wahrscheinlich knapp 600 werden. Wir haben gerade eben noch den Mindgamer gesehen. Außerdem ist Martin Jacobsen mit am Start. Die prominente Kette nimmt keinen Abriss. Ja, Paul, sag mal, wie geht's jetzt weiter? Ja, nachdem ich sonst Martin Mulso aus dem Turniersaal wirklich entfernen muss. Ich habe gesehen, die Roten stehen wieder drauf. Martin Mulso ist Bust jetzt. Ja, quasi wäre ich mal für Feierabend, bevor ich mich nur noch ärgere über den. Was schlagst du vor? Klingt vernünftig. Dann melden wir uns später nochmal aus unserem Headquarter und dann wäre es das für heute erstmal. Wir melden uns dann später nochmal.